Hallo Freunde des Lichts. Viele haben mich immer wieder gefragt, was denn aus dem kleinen Schwärmchen wird oder geworden ist oder wie es sich entwickelt weiter in Zukunft. Diese Frage werde ich euch nicht beantworten können, denn wie ihr seht, der Platz ist schon wieder leer. Ich kam nach dem letzten Video, wo ich euch gezeigt habe in dem Schwarm, kam ich 2 Tage später hierher, habe reingeguckt, wollte den Schwärmchen ein bisschen angepassten Raum geben, ein bisschen besser zusammenfügen, dass sie nicht so eine große Beute verwalten müssen, was zu viel ist für die Bienen. Habe das ganze Material dabei gehabt, Sheet, Futtermöglichkeiten etc. Mach auf, ist keine Biene mehr drin. Es lagen nur noch unten auf dem Gitterboden, lagen noch 15, 20 tote Bienen, was ich aber als normalen Totenfall betrachte. Die Königin war da nicht dabei, habe ich genau untersucht. Die anderen Bienen waren weg. Es waren ja deutlich mehr als 20 Bienen. Es waren ja schätzungsweise etwa 200, können auch 300 Bienen gewesen sein, aber etwa 200 würde ich sagen. Ob die Bienen jetzt wieder ausgezogen sind, was auch jemand von euch vermutet hat, dass die auf ihrem Begattungsflug mit ihrem Hofstaat eine kleine Pause gemacht hat. Ich vermute mal nicht, dass sie auf Begattungsflug mit 200 Bienen geht. Das ist mal einfach nur meine Vermutung. Ein paar Bienen, okay, ja, aber 200 Bienen glaube ich nicht. Aber ist ja egal, spielt keine Rolle, was ich glaube. Da wurde vermutet, dass die nur kurze Pause gemacht hat und dann auch wieder weiterzieht wahrscheinlich. Ich habe extra das Absperrgitter einige Zeit drin gelassen, ich glaube 4 Tage vorne dran gelassen, damit sie sich dran gewöhnen an die Beute, aber es hat wohl nicht gereicht. Ich kann jetzt nicht sagen, ob dieses Minivölkchen, das ja nur ein ganz kleines Flugloch hatte, ob dieses Minivölkchen vielleicht ausgeraubt wurde und deswegen weitergezogen ist, oder ob das Minivölkchen weitergezogen ist und dann nachher wurde das Futter rausgeholt. Ich gehe nicht davon aus, dass das Futter, weil auch die Futterzarge obendrauf war radikal leer. Auch die Waben, wo sie vorher was eingetragen hatten, war auch leer. Ich gehe nicht davon aus, dass die so viel Futter mitgenommen haben, also aufgenommen haben und da mitgenommen. Da ist schon eine Räuberei gewesen, ob die vorher war oder wie gesagt, nachdem das Schwärmchen wieder ausgezogen ist. Keine Ahnung, was zuerst war. Auf jeden Fall, das ist Fakt, das Schwärmchen ist weg. Die haben vielleicht gehört, dass ich mich gar nicht vergrößern will, dass ich keine Bienenvölker mehr dazu haben möchte. Habe jetzt eh schon wieder viel zu viel. Und deswegen haben sie sich gedacht, gut, okay, dann gehen wir halt wieder zum Julian zurück. Fliegen wir halt wieder nach Freiburg hoch. Ist egal, das schaffen wir schon. Also, das Schwärmchen ist weg. Aber meine Völkerzahl liegt eh 2 über dem, was ich mir als Maximum gestellt hatte. Also ich habe zu viel. Warte mal, lass mich rechnen. 16, 18, 20. Ja, auf jeden Fall 2 zu viel. Ob das Dreier Abidea, ob ich das auch nochmal zu einem Völkchen mache oder nicht, weiß ich noch nicht. Dann hätte ich 3 Völkchen zu viel. Will ich eigentlich nicht. Will ich gar nicht. Ich muss wieder reduzieren. Aber schauen wir doch mal in die Beute rein, von der ich diese Weißelzelle, die verdeckelte Weißelzelle, die Nachschaffungszelle in der NSZ rausgeholt habe und ins Abidea reingetan habe. Mal schauen, was da drin passiert ist. So, jetzt bin ich noch gespannt, was dieses Volk hier in der Zwischenzeit gemacht hat. Ich habe vor 6 Tagen hier eine Zelle rausgenommen und habe sie in den Abidea reingetan. Habt ihr gesehen im Video, habe ich es gezeigt. Eine verdeckelte Zelle, eine Nachschaffungszelle, eine noch offene Nachschaffungszelle habe ich noch drin gelassen. Das ist jetzt noch absolut risikolos, weil die war offen. Bei 358 kann sie nur verdeckelt sein. Die kann noch nicht
geschlüpft sein. Bin mal gespannt, ob sie überhaupt noch besteht, diese Zelle, oder ob die Königin, die vorhandene hier drin, habt ihr auch gesehen im Video, dass sie noch drin ist, da ob die vorhandene Königin die Zelle schon eliminiert hat. Interessiert mich einfach. Und ihr wisst ja, wie ich eingestellt bin, denke ich mir, nehmen sie mit. Mal schauen, wie es mit der Futterkammer aussieht, ob man die überhaupt runternehmen kann. Jo, kann ich runternehmen. Ich habe da ja auch ein paar Gramm Futter reingetan, aber wenn ich es vorsichtig anhebe, dann geht's. Schluckmeißel. Hole ich euch mal ein bisschen näher. Ich meine, das zweite Rähmchen, also das müsste sein hier. Hier ist eine Zelle, die ist belegt, aber vor 6 Tagen war hier schon eine belegte Zelle. Aber die sollte eigentlich verdeckelt sein. Oh, hier ist ja gerade die Königin. Jene Zelle sollte verdeckelt sein. Hier ist noch eine Zelle, aber die ist leer. Also ein Spielnäpfchen. Hier ist noch ein Spielnäpfchen. Ist auch leer. Und diese Zelle gab es letztes Mal nicht als belegte Zelle. Also ein Zeichen dafür, dass die Zelle vor 6 Tagen hier nicht mehr existiert. Ich will aber mal vorsichtshalber noch auf dem anderen Rähmchen nachschauen. Falls ich mich getäuscht habe, aber ich meine nicht, dass ich mich getäuscht hätte. Das muss dieses Rähmchen gewesen sein, glaube ich. Ja, hier ist keine NSZ drauf. Die Königin legt immer noch ordentlich Brut. Das sind überall Rundmaden drin. Da, wo die Zellen leer sind, ist okay. Ehemaligen hinteren Brutnest schauen. Was daraus geworden ist, müsste eigentlich auch noch existieren. Ja. Und hier auch voller Rundmaden. Aber auch Honig eingetragen, also Nektar bzw. Futter eingetragen. Alles voller Rundmaden.
Meter. Mehr brauche ich nicht zu sehen. Nichts verschütten. Also jetzt bin ich etwas erstaunt. Die noch unverdeckelte Zelle aus dem letzten Video hier vor dem Volk war deutlich länger. Jetzt ist eine kürzere Zelle auch wieder belegt, auch wieder mit Futtersaft, eine Königinzelle da. Ist also nicht die gleiche Zelle wie das letzte Mal. Ich kann nur vermuten, dass die alte Zelle abgebaut haben, aus welchem Grund auch immer, und jetzt schon wieder eine neue reingelegt haben. Vielleicht war die Zelle dann im Endeffekt verdeckelt und die Königin hat es nicht akzeptiert. Das ist möglich. Ich vermute mal, dass diese Trennung der Brutnester, das heißt also das eigentliche Brutnest und die Trennung davon mit den Abidea-Rähmchen, dass das dazu geführt hat, dass die Bienen hier Brutnest fern nochmal Brut hatten und aus dem Grund Nachschaffungszellen reingebaut haben. Das ist meine Vermutung. Aus dem Grund will ich jetzt mal nachschauen, was aus der Zelle geworden ist, die ich hier entnommen habe. Hier war ja noch eine komplett verdeckelte Königinzelle drin. Die habe ich rausgenommen und habe es in den Abidea-Völkchen reingesetzt, in das dreistöckige. Und da will ich jetzt mal nachschauen, ob da schon irgendwas gegangen ist. Wie ihr gesehen habt, habe ich ja die Königin im Nachhinein, ich habe es auch in der Videobeschreibung, reingeschrieben bei dem Video, Abidea-Kontrolle, habe ich im Nachhinein die Königin doch gesehen, aber da war diese verdeckelte Zelle schon drin, habe ich schon reingemacht gehabt, und vielleicht hat die Königin ja die Zelle dort gekillt, ich weiß es nicht, ich werde es erfahren. Gehen wir schnell hin. So, und jetzt mal schauen, was hier Phase ist. Ich schüttel die Bienen vom Plastik oder von der Abdeckung lieber immer in die Beute rein. Wir sind immer genug Bienen auch dabei, die noch sehr jung sind, die eventuell noch nicht fliegen können. Und dann werden die außerhalb der Beute werden die verloren. Ich muss da noch mal ein bisschen Thymol reintun. Das ist nur noch ein kleiner Rest hier. So, jetzt würde ich mir gern diese Zelle anschauen. Aber die haben es links und rechts angebaut. Also die haben es an der Futterkammer angebaut und hier angebaut. Da werde ich mal. Na komm, geht mal weg. Wir wollen was sehen. Weg, 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 weg. Hier sieht man das. Ist komplett angebaut. Und wenn ich es jetzt rausnehme, dann dürfte die Zelle bestimmt kaputt gehen. Also ich kann meine Neugier doch noch nicht befriedigen. Die sind an dieser Zelle, die wärmen die Zelle. Die muss also noch aktiv sein. Mal reinschauen. Die wärmen sie effektiv und behüten sie. Also, ich vermute schon mal, dass da was geht. Aber es ist noch eine Vermutung. Kann ich jetzt noch nicht nachschauen, ist mir zu riskant. Ich habe diese Zelle verdeckelt mitgenommen vor 6 Tagen eben. Und 8 Tage ist sie verdeckelt. Vielleicht ist sie gerade kurz vorm Schlupf. Und deswegen lasse ich es mal lieber. Ich habe gehofft, ich könnte es vielleicht anschauen, ich könnte sie vielleicht mal kurz, aber die haben es zu stark eingebaut und jetzt will ich da nicht stören. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. So, wenn das kurze Video euch gefallen hat, wird es mich natürlich auch wieder freuen, klar. Das sehen wir uns vielleicht auch wieder beim nächsten Bienenvideo.